Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar MetaTrader Grundlagen Teil 1. Wir hatten letzte Woche bereits ein Webinar über den MetaTrader und da ging es darum, dass Sie erstmal schon mal einen Eindruck gewinnen, was der MetaTrader ist und was er kann. Und heute werden wir ein bisschen detaillierter in die Sache rangehen und ja, alle Funktionen und auch Möglichkeiten uns genauer angucken. Falls Sie den MetaTrader noch nicht installiert haben, beziehungsweise nicht wissen, wo Sie den bei uns finden, dann einmal finden Sie den MetaTrader unter Software Downloads und können Sie hier dann den MetaTrader runterladen. Ansonsten, wer das Video bzw. das Webinar letzte Woche verpasst hat, kann auch gerne das Video sich anschauen. Am besten aber jetzt nicht, sondern erst nach dem Webinar. Und zwar unter Training, Videos und dann MetaTrader auswählen. Das wird dann so aussehen, wenn die Webseite funktioniert. Ja, einmal hier MetaTrader auswählen. Sie können sich natürlich auch alle anderen Webinare bei uns hier sich angucken. Und unter MetaTrader, da werden Sie auch das Webinar von letzter Woche finden. Erste Schritte MetaTrader bei FX Flat. Gut, dann werde ich jetzt mal auf den MetaTrader schalten. Können Sie den MetaTrader sehen auf Ihrem Bildschirm? Okay, sehr gut. So, ich würde sagen, heute werden wir drei wichtige Bereiche uns angucken. Einmal natürlich die Order-Maske, wie wir eine Order eingeben, welche Möglichkeiten es da gibt. Dann werden wir uns das Fenster der Markt angucken, wo Sie dann Ihre Kursliste haben. Und da werden wir uns angucken, wie können wir uns eine Kursliste erstellen, Symbole hinzufügen oder entfernen und welche Möglichkeiten es sonst von diesem Bereich aus gibt. Und wir werden uns den Terminal angucken. Wenn noch Zeit ist, werden wir uns auch noch andere Bereiche angucken. Ansonsten aber verweise ich dann auf das nächste Webinar und zwar in 2 Wochen. Bei uns auch auf der Webseite bereits schon eingestellt. Da können Sie sich noch anmelden. Da werden wir dann weiter uns den MetaTrader angucken. Ja, wie gehen welche Möglichkeiten haben wir, eine Order im MetaTrader einzugehen oder beziehungsweise eine Order in dem MetaTrader einzugeben. Einmal natürlich hier oben über neue Order. Dann erscheint ein neues Fenster, wo wir dann unsere Parameter eingeben können. Es ist wichtig, dass Sie immer überprüfen, welches Symbol Sie traden oder traden wollen. Denn es wird immer voreingestellt, was auch gerade im Chart zu sehen ist. Also wir haben jetzt diesen Chart hier, den US-Dollar, japanischen Yen ausgewählt und entsprechend wird das dann voreingestellt. Wenn wir aber was ganz anderes traden wollen, dann haben wir aber diesen Chart offen, dann bitte hier einmal überprüfen unter Symbol, ob tatsächlich auch das richtige Symbol auch ausgewählt ist. Ansonsten können Sie dann das richtige Symbol oder Instrument auch auswählen. Beachten Sie dabei, dass auch nur das angezeigt wird, was hier in der Kursliste auch drin ist. Also wenn Sie was ganz anderes traden wollen und Sie finden das hier nicht, dann liegt es daran, dass es noch nicht in der Liste hinzugefügt wurde. So, ich denke, die Parameter sind eigentlich eindeutig, aber wir gehen das mal kurz durch. Volumen dann einstellen, was Sie handeln wollen.
Sie wissen ja, bei uns beginnt das ab den 0,1, also ab Mini-Lot. Den Stop-Loss können Sie dann angeben, Take-Profit, darauf gehen wir auch noch später ein. Kommentar, da können Sie eingeben, ja, alles Mögliche, um später einfach besser zu erkennen, was war da, warum bin ich den Trade eingegangen. Sie können hier einfach Kommentare hinzufügen, wenn Sie im System handeln oder Sie schreiben, war ein Breakout oder was auch immer. Das kriegen Sie dann auch in der Historie angezeigt. So, dann kommen wir zu Typ. Marktausführung ist klar. Da wird einfach die Order zum nächst verfügbaren Kurs ausgeführt. Wir haben dann die Möglichkeit, eine Pending Order einzustellen. Und hier auch wiederum vier verschiedene Möglichkeiten. Beim Buy Limit wird dann ausgeführt, wenn der Kurs eine Kursschwelle unterhalb des aktuellen Kurses unterschreitet. Das würde bedeuten, wir würden ein Buy Limit einstellen. Der Kurs ist jetzt hier bei 119,920. Wenn wir long gehen wollen, wollen aber tiefer einsteigen, dann würden wir ein Buy Limit setzen. Das können wir ja gerne mal hier als Beispiel machen. Also 119,926 ist der aktuelle Kurs. Wir wollen günstiger einsteigen, dann würden wir jetzt hier zum Beispiel 0, 9,0 reinschreiben und dann platzieren. Und wir hätten dann auch hier, der ist ausgerechnet jetzt auf so einem anderen Kurs, ich werde den mal ein bisschen tiefer setzen, damit es einfach deutlicher wird. So, dann haben wir hier jetzt unsere Pending Order, die auf ihre Ausführung wartet. Wir können auch einstellen, wie lange die Pending Order aktuell sein soll. Und zwar hier unter dem Punkt verfällt. Da können wir nämlich eine Uhrzeit angeben, wann die Order dann gelöscht werden soll, wenn sie noch nicht ausgeführt wurde. Bitte bedenken Sie dabei, dass diese Uhrzeit in der Serverzeit ist. Serverzeit finden Sie hier. Ja, und nicht unsere deutsche Zeit, weil dann wird eine Stunde eventuell zu früh wieder aus dem Markt genommen. Und das könnte dann für Sie zum Nachteil sein. Also bitte immer die Serverzeit angeben. Gut, das haben wir dann hier, haben wir jetzt unser Buy Limit. Wir haben noch die Möglichkeit, so, Pending Order, ein Buy Stop einzugeben. Und zwar bei dem Buy Stop ist es so, dass es dann ausgeführt wird, wenn der Kurs eine Kursschwelle oberhalb des aktuellen Kurses überschreitet. Das würde bedeuten, wir müssen dann, wir haben jetzt 906, wir müssen dann oberhalb des Kurses unseren Buy Stop dann reinsetzen. Und das könnten wir ja zum Beispiel jetzt bei 120 machen und dann platzieren und dann haben wir hier unseren Buy Stop. Also Sie erkennen, wenn Sie long gehen wollen und Sie wollen unterhalb des Kurses einsteigen, dann müssen Sie ein Buy Limit setzen. Wollen Sie oberhalb sich einstoppen lassen, also oberhalb des Kurses, dann müssen Sie ein Buy Stop und unten bei ein Buy Limit. Und Sie können natürlich gleichzeitig auch direkt den Stop-Loss und Take-Profit eingeben. Und dann ist die Order auch sofort abgesichert. Wir können das hier mal einfach mal machen. Können wir hier so und Take-Profit. Dann sehen Sie hier den Stop-Loss und hier Take-Profit. Und diese Order ist jetzt im Markt und wird dann ausgeführt, wenn der Kurs auch diese Schwelle erreicht. Wir hatten letzte Woche auch die Frage, ob der Take-Profit und Stop-Loss eigenständige Orders sind. Das sind sie nicht. Die sind Order-Zusätze. Das bedeutet, wir können die zwar löschen,
Aber die ursprüngliche Order wird trotzdem weiterhin im Markt sein. Wenn wir diese Order jetzt schließen würden, und das machen wir jetzt auch, dann sind auch Stop-Loss und Take-Profit auch vom Markt. Also Stop-Loss und Take-Profit hängt immer mit einer Order zusammen und sind nicht eigenständig. Gut, dasselbe gilt natürlich auch für die Short-Seite. Hier haben wir ein Sell-Limit. Würde bedeuten, wenn wir Short gehen wollen, aber für uns günstiger rein gehen wollen, das heißt oberhalb des aktuellen Kurses. In dem Fall müssten wir dann 120 einstellen zum Beispiel. Wie gesagt, Sie können Stop-Loss und Take-Profit direkt mit angeben. Und da haben wir jetzt unser Sell-Limit. Das heißt, wenn der Kurs jetzt hier hochkommt und diese Kursschwelle überschreitet, dann wird die Order auch ausgeführt und dann entsprechend hoffentlich in die richtige Richtung. Ansonsten haben Sie auch, wie bei der Long-Seite, auch die Möglichkeit, ein Sell-Stop anzugeben. Und diese Order muss dann entsprechend unterhalb des aktuellen Kurses sein. In unserem Fall jetzt hier zum Beispiel 119,88. Ja? Und entsprechend können Sie auch dann Stop-Loss und Take-Profit auch angeben. Zum Stop-Loss und Take-Profit können Sie natürlich, wie eben gezeigt, direkt mit angeben. Wenn Sie es nachträglich machen wollen, dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Sie können einmal mit einem Doppelklick auf die Order diese Order-Maske wieder öffnen und dann den Stop-Loss und Take-Profit eingeben. Sie können hier unten im Terminal die Order mit Doppelklick öffnen und ebenfalls dann Stop-Loss und Take-Profit eingeben. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, die Order wieder zu schließen. Hier rechts sehen Sie so ein Kreuz. Damit wird die Order dann geschlossen. Oder Sie können das auch im Chart mit der rechten Maustaste auf die Order und dann entsprechend ändern oder löschen. So. Dazu erstmal eine Frage. Okay, sehr gut. Dann haben Sie das auch alle verstanden. Das ist schön. So, Sie haben dann noch die Möglichkeit über das One-Click-Trading, das finden Sie hier links im Chart oben, auch eine Order zu eröffnen. Also haben Sie die Möglichkeit, die Order hier über das One-Click-Trading zu eröffnen. Hier haben Sie allerdings nur die Möglichkeit, das Volumen anzugeben und entsprechend, ob Sie es Short oder Long bzw. verkaufen wollen oder kaufen wollen, dann zu klicken. Das mache ich jetzt. Wir geben jetzt das Volumen hier ein, belassen es dabei und klicken auf Buy und dann wird die Order auch ausgeführt, entsprechend den Spread berücksichtigt. Und weil es auch gerade in den Chat auch die Frage kam, Sie haben auch die Möglichkeit, jetzt im Chart auch nochmal den Stop-Loss und Take-Profit anzugeben. Das können Sie machen mit der linken Maustaste, sozusagen diese Linie gedrückt halten und dann entsprechend hoch oder runter ziehen. In unserem Fall sind wir long gegangen. Das bedeutet, wenn wir jetzt nach unten ziehen, dann werden wir den Stop-Loss einstellen. Wenn wir nach oben ziehen, entsprechend unser Take-Profit. Das mache ich jetzt auch. Also ich klicke mit links und halte es gedrückt und ziehe nach unten. Und Sie sehen, hier links
sehen Sie den Ticketnummer, dann Stop-Loss, SL und dann auch den Betrag, den Sie auch riskieren. Und Sie sehen, wie viel Pips Sie gerade riskieren. Beachten Sie nur dabei bei Forex, weil wir hier 5 Ziffer haben. Jetzt bei US-Dollar, Japanisch-Yen zwar nicht, aber die anderen Währungen müssen Sie dabei bedenken, dass ein Pip gleich 10 bedeutet. Also wenn Sie jetzt hier minus 93 sehen, dann bedeutet das in Wirklichkeit minus 9,3 Pips. So, und dann stellen wir unser Stop-Loss hier ein, da zum Beispiel, und unser Take-Profit hier oben. Und da sehen Sie auch die gleichen Angaben, wie viel Geld Sie mit diesem Trade, wenn dieser Take-Profit erreicht wird, verdienen und wie viel Pips das letztendlich sind. So, dann nochmal kurz zu den Limits. Auch diese können verschoben werden. Ich setze jetzt einfach mal hier bei Limit. Da die Order noch nicht ausgeführt wurde, haben wir die Möglichkeit, diese auch hier im Chart zu ändern. Dabei gehen wir ebenso vor wie mit dem Stop-Loss und Take-Profit. Wir halten mit links gedrückt und verschieben es einfach dahin, wo wir es haben wollen. So, und wenn wir jetzt hier den Stop-Loss und Take-Profit einstellen würden, dann können wir auch diese dann verschieben. Nur müssen Sie darauf achten, dass bei Limit oder bei Stop oder Sell Stop Sie dann nicht wie eben, wenn eine Order schon geöffnet ist, den Stop-Loss und Take-Profit einstellen können, sondern tatsächlich geht das nur, wenn die Order bereits ausgeführt ist. Wenn die Order eine Pending-Order ist, dann können Sie nur diese verschieben und müssen Stop-Loss und Take-Profit entsprechend noch eingeben. Sie müssen immer hier darauf achten, dass das richtige Volumen entsprechend Ihrem Trading-Konto angepasst ist. Sonst kann es passieren, dass Sie mehr riskieren, als Sie es tatsächlich wollten. Dazu eine Frage. Okay. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten, Orders einzugehen, beziehungsweise Trades einzugehen. Sie können hier in der Kursliste mit der rechten Maustaste können Sie entsprechend auch über neuer Auftrag dann eine neue Order eingeben oder einen neuen Trade. Hier wählen Sie auch direkt das Instrument aus und müssen dann auch nicht hier nochmal im Symbol kontrollieren, beziehungsweise Sie sollten immer kontrollieren, ob alle Angaben richtig sind, aber dann sollte das auch direkt richtig voreingestellt sein. Dann haben Sie noch die Möglichkeit, über das Terminal eine neue Order einzugehen. Also egal, was für einen Reiter Sie hier anklicken, Sie haben die Möglichkeit, neue Order einzugehen. Und Sie haben vielleicht gerade auch schon gesehen, dass Sie auch die Möglichkeit haben, mit der Taste F9 entsprechend auch eine neue Order hier einzustellen. Haben Sie generell zu Order und Order-Typen jetzt eine Frage? Also Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, ist das für Sie alles verständlich geworden? Ja, okay, super.
Dann schauen wir uns jetzt hier das linke Fenster an, heißt der Markt. Da werden Sie in der Regel die Instrumente, die Sie handeln können, dann auch sehen, soweit sie auch in dieser Liste hinzugefügt wurde, in diese Liste hinzugefügt wurden. Wenn Sie den MetaTrader neu installiert haben, dann kann es sein, dass nicht alle Instrumente hier bereits in der Liste sind. Das können Sie ändern, indem Sie mit der rechten Maustaste, und dabei ist es egal, wo Sie klicken, dann auf Symbole klicken. Oder wenn Sie sagen, ich möchte alles handeln oder sehen, was alles handelbar ist, dann können Sie direkt unter alle Anzeigen klicken und alle Instrumente werden dann hinzugefügt. Und Sie bekommen hier die Liste zu sehen. Die farblichen Markierungen zeigen dabei, dass es sich dabei um verschiedene Produktgruppen handelt. Sie sehen zum Beispiel hier in grün die Indizes, dann haben Sie hier die Dow Jones 30 Aktien-CFDs und hier in hellblau die Devisen, die Währungspaare. Wenn Sie jetzt einzelne Instrumente nur hinzufügen wollen, dann können Sie das unter Symbole machen. Ich werde jetzt erstmal hier alle ausblenden, dann sehen wir das auch, dass dann in der Kursliste nur die Symbole drin bleiben, wo Sie auch ein Chartfenster aufhaben. Sie sehen hier 4 Stück und diese haben Sie auch hier gerade offen. So, mit der rechten Maustaste nochmal dann auf Symbole klicken. Und Sie können dann die Instrumente auswählen, die Sie handeln möchten. In unserem Fall. So. Sie können auf ein Instrument klicken und dann auf Anzeigen oder mit Doppelklick können Sie dann das Instrument markieren. Ich habe die beiden jetzt markiert und hinzugefügt und wenn wir jetzt auf Schließen klicken, dann sehen wir auch, dass sie bereits auch drin sind in der Liste. Sie haben auch die Möglichkeit, wenn Sie alles eingestellt haben, so wie Sie es haben wollen, die Kursliste zu speichern. Und zwar unter, wieder mit der rechten Maustaste. Sie werden sehen, im MetaTrader erreichen Sie sehr vieles mit der rechten Maustaste, so wie bei Windows auch. Und dann können Sie hier unter Sätze sichern als und Sie haben die Möglichkeit, diese Kursliste zu speichern. Dann, Sie sehen hier den Bid- und Ask-Kurs. Sie können noch High und Low hinzufügen. Das ist der maximale Kurs, der im heutigen Tag erreicht wurde und eben sozusagen ein Tiefskurs ist dann hier angezeigt. Zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit, Zeit mit hinzuzufügen. Da sehen Sie letztendlich, um wie viel Uhr der letzte Kurs letztendlich vom Server übertragen wurde, beziehungsweise wann der letzte Tick war. Ob man es braucht oder nicht, müssen Sie natürlich selber dann letztendlich entscheiden. Aber diese 5 Parameter können Sie dann in der Kursliste einstellen, wenn Sie diese Informationen brauchen. Dazu eine Frage zu der Kursliste. Ich denke, das war doch recht eindeutig. Okay. Dann ganz kurz nochmal zurück zu der Order. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, einen Trailing Stop einzustellen. Und zwar, wenn Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Order gehen und hier den Punkt Trailing Stop auswählen, haben Sie hier schon ein paar Voreinstellungen drin. Wie gesagt,
20 Punkte bedeutet letztendlich 2 Pips bei Währungen und bei Indizes, beim DAX zum Beispiel, 2 Punkte. Sie können das Ganze auch anpassen und selber dann Stop-Level auswählen, was Sie gerne haben wollen. Wenn wir jetzt 20 eingeben, dann wird sobald 2 Pips in unsere Richtung geht, die Order nachgezogen. Ich lasse ihn mal drin, vielleicht kommt es noch dazu und dann werden Sie sehen, wie dann der Stop letztendlich nachgezogen wird. Aber jetzt will der Kurs natürlich nicht, aber wir lassen es mal drin und dann können Sie ja vielleicht mit einem Auge mal immer wieder drauf schauen. Aber wenn es soweit ist, dann gehen wir auch nochmal drauf ein. So, zu der Kursliste hatten Sie ja keine Fragen. Es war soweit alles verständlich. Das ist gut. Dann gehen wir weiter zum Terminal. Hier sehen Sie bereits unsere zwei Orders, die im Markt sind. Sie sehen hier die Zeit, wann der Trade eröffnet wurde. Was für ein Typ, ob Buy oder Sell, also ob Sie Long gegangen sind oder Short. Das Volumen, ein Symbol, den Preis, Einstandspreis, Stop-Loss, wenn bereits angegeben und Take-Profit. Und das ist der aktuelle Preis. Kommission haben wir hier keine, weil wir bei FX-Flat für Indizes und Forex keine Trading-Kommissionen haben. Swap haben wir jetzt auch nicht, weil wir die Order jetzt noch nicht über Nacht gehalten haben. Und den aktuellen Gewinn oder entsprechend Verlust können Sie hier sehen. Und Sie haben auch hier die Möglichkeit, die Order zu schließen. Und dann ist die Order dann auch nicht mehr im Markt drin. Balance ist das Trading-Kapital, was Sie auf Ihrem Konto haben. Dabei ist nicht berücksichtigt, beziehungsweise die offenen Positionen sind dann nicht berücksichtigt. Equity wiederum, da sind die offenen Order berücksichtigt, also entsprechend wird der Gewinn dazu addiert oder eben der Verlust subtrahiert von der Balance. Die Margin ist die Sicherheitsleistung, die wir hinterlegt haben für diese beiden Positionen. Dann haben wir die freie Margin. Die freie Margin zeigt an, wie viel Kapital wir noch übrig haben, um für weitere Positionen Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Und Margin Level ist letztendlich eine Kennzahl, die uns anzeigt, wie viel Margin beziehungsweise wie viel von der Margin noch übrig ist, bevor es letztendlich zum Margin Call kommt, wenn die Position gegen uns läuft. Wenn wir eine Pending Order im Markt hätten, das können wir so schnell machen. Wir haben hier, wie Sie jetzt auch sehen, auch die Möglichkeit im Chart ein Limit oder einen Stop zu setzen, da wir hier oberhalb des aktuellen Kurses sind und wir würden verkaufen, dann haben wir hier die Möglichkeit, Sell Limit einzustellen. Das heißt, MetaTrader erkennt dann, welche Order-Typ für dieses Trading oder für diesen Trade der richtige wäre. Und Sie haben natürlich auch für die andere Seite, also wenn Sie long gehen wollen, dann gehen Sie hier unter Trading und dann haben Sie auch die Möglichkeit, eine Buy-Stop-Order in den Markt zu setzen. So, wir machen aber jetzt einfach hier ein Sell-Limit und Sie sehen hier, dass diese Pending-Order jetzt auch hier mit im Terminal zu sehen ist und zwar unterhalb dieser Zeile. Das bedeutet für Sie einfach zu erkennen, alles, was oberhalb ist, ist eine offene Order und unterhalb dieser Balance-Zeile sind
Pending Orders, die auf ihre Ausführung warten. Okay, dann gehen wir weiter hier in den Reiter mal durch. So, dann haben Sie hier den Exposure. Der Exposure, da finden Sie eine Zusammensetzung des Kontoportfolios in Bezug auf in die investierten Produkte, grafisch und tabellarisch. Sie sehen ja hier, das wäre ja aktuell Euro und den japanischen Yen handeln und zusätzlich haben wir unser Trading Capital in Euro und das ist hier aufgeführt und grafisch dann entsprechend dargestellt. Kontohistorie, da finden Sie alle, beziehungsweise nicht alle, das müssen Sie vorher einstellen und zwar mit der rechten Maustaste haben Sie die Möglichkeit, die Zeitspanne anzupassen. Sie sehen hier diese Voreinstellung, komplette Historie, die letzten 3 Monate, letzter Monate und dann können Sie die Periode anpassen. Dabei haben Sie weitere Möglichkeiten und zwar nur für heute, die letzten 3 Tage und so weiter. Bei mir ist das jetzt nur für heute voreingestellt und Sie sehen alle Aktivitäten, die heute stattgefunden haben und zwar nicht nur die ausgeführten Orders, sondern auch die Orders, die auch gar nicht zur Ausführung gekommen sind, weil wir sie wieder gelöscht haben, was wir eben auch gemacht haben. Wir haben immer wieder die Pending Orders gelöscht und das ist auch hier dann mit aufgelistet. Wenn ich jetzt komplette Historie machen würde, dann sehen Sie alle ausgeführten Orders oder auch Pending Orders seit der Eröffnung dieses Trading-Kontos. Zusätzlich sehen Sie auch hier im Kommentar, ob das ein Take-Profit war, Stop-Loss, ob es gecancelt wurde, also wieder gelöscht und. Oder Ihre eigenen Kommentare, wenn Sie welche dann auch geschrieben haben. So, dann haben wir hier Nachrichten. Ist zurzeit bei uns nicht voreingestellt. Normalerweise würden Sie dann hier Nachrichten oder Newsfeeds haben aus verschiedenen Quellen, Reuters oder von wo auch immer. Eventuell wird das in Zukunft kommen. Alarme, da können Sie Alarme einstellen, wenn Sie einen Hinweis haben wollen, wenn der Kurs eine bestimmte Kursschwelle erreicht haben, dann bekommen Sie eine Nachricht, grafisch und auch akustisch. Wir können mal einen Alarm einstellen mit der rechten Maustaste und dann anlegen. So, dann haben Sie hier die Funktion, eben Alarm zu aktivieren. Was er dann machen soll, Sound, File, Mail, Notification. Also bei Sound wird dann akustisch darauf hingewiesen, dass dieser Alarm ausgelöst wurde. Symbol müssen Sie dann einstellen. Auch hier wieder nur das, was Sie auch in der Kursliste haben. Ablauf, wann dieser Alarm dann wieder gelöscht werden soll, wenn es nicht zur Ausführung kommt, die Bedingungen und den Wert. Das können Sie so voreingestellt haben lassen. Und hier die maximale Anzahl Wiederholungen. Also wenn Sie beim ersten Mal nicht hören, dass er dann noch 3-mal, 5-mal, 10-mal und so weiter nochmal Sie darauf aufmerksam machen soll. In dem Reiter Mailbox, da finden Sie alle Nachrichten, die vom Server kommen. Also wenn wir Ihnen dann eine Nachricht schicken, Termine, wichtige Termine, die Sie berücksichtigen sollen oder wenn sich was bei den Produkten ändern
Alles, was mit dem Konto zu tun hat, wird dann hier, kriegen Sie hier eine Nachricht zusätzlich zu den E-Mails, den Sie sowieso bekommen. Aber hier finden Sie dann auch die Nachricht. Und es ist dann auch so, wenn Sie den MetaTrader öffnen und es ist eine Nachricht eingegangen, dann wird auch normalerweise diesen Reiter auch dann direkt für Sie geöffnet, so dass Sie sehen können, dass eine neue Nachricht eingegangen ist. Unter Markt, da finden wir bzw. haben die Möglichkeit, verschiedene Indikatoren oder Expert Advices zu kaufen. Manche sind kostenpflichtig, manche sind kostenfrei. Das müssen Sie dann selber entscheiden, ob Sie etwas ausprobieren möchten oder nicht. Hier finden Sie eine Zusammenfassung, können aber dann entsprechend hier eben auswählen, ob Sie sich für den Indikator interessieren oder ein EA, also Expert Advisor, oder ob Sie Magazine kaufen wollen, Books und so weiter und so fort. Können Sie ein bisschen rumstöbern, wenn Sie was für sich finden, können Sie auch gerne mal ausprobieren. Wie gesagt, manche sind kostenpflichtig und manche sind kostenfrei. Unter Signale finden Sie Angebote von anderen Teilnehmern, die entweder manuell traden oder einen Expert Advisor laufen lassen. Und diese können Sie dann nachtraden bzw. mittraden. Da haben Sie die Möglichkeit, hier die Performance einzusehen und können dann entsprechend entscheiden, ob Sie daran teilnehmen wollen oder nicht. Ja, wenn es für Sie interessant ist, dann können Sie sich das mal angucken. Wir geben da keine Empfehlungen. Also für irgendeinen Expert Advisor müssen Sie selber entscheiden dann letztendlich. Unter Bibliothek finden Sie neue Indikatoren, die in der Datenbank hinzugefügt wurden. Wenn Sie dann auch hier finden Sie kurze Informationen, worum es sich handelt und können dann entsprechend herunterladen und dann ausprobieren. Unter Ansicht, da finden Sie dann zum Beispiel weitere Informationen über diesen Indikator oder Expert Advisor. In dem Reiter Experten werden Sie dann Informationen finden zu Expert Advisor oder Indikatoren, die Sie dann in den Chart hinzugefügt haben, sehen. Da können Sie dann die ganzen Aktivitäten beobachten und entsprechend verfolgen, ob der Expert Advisor oder der Indikator richtig funktioniert. Ich habe jetzt hier im Chart nichts hinzugefügt. Entsprechend ist auch dann dieses Fenster leer. Und unter Journal, da finden Sie alle Aktivitäten zu Ihrem Trading-Konto. Also beginnend mit dem Einloggen und danach, was Sie alles gemacht haben, sehen Sie hier. Order was opened zu dem Preis, kein Stop-Loss, kein Take-Profit. Trailing-Stop wurde eingestellt, 30 Pips bzw. 3 Pips in Wirklichkeit. Und so weiter. Hier wurde die Order wieder geändert und. Hier können Sie auch nachprüfen, zu welchem Preis Ihre Order dann letztendlich tatsächlich ausgeführt wurde. Und diese Informationen können Sie auch nutzen, falls Sie auch Fragen an uns haben, wenn Sie gerne Informationen zu einer bestimmten Order haben wollen, weil Sie der Meinung sind, die hätte anders ausgeführt werden sollen, dann können Sie ganz genau uns hier die Informationen geben und wir können das dann auch überprüfen.
Gut, das war's soweit zum Terminal. Haben Sie dazu eine Frage? Okay. Also hier kommt eine Frage, ob die Spreads, also die Differenz zwischen Bid- und Ask-Kurs, abends entsprechend sich erweitern. Beim DAX zum Beispiel ist es ja so, dass Sie einen Spread haben von einem Punkt von 9 bis 22 Uhr, also in der Haupthandelszeit. Und von 8 Uhr bis 9 Uhr haben Sie einen Spread von 2. Und alles in der Nacht, alles was in der Nacht passiert, da werden Sie einen Spread von 8 Punkte vorfinden. Im Forex ist das so, bei den Devisenpaaren, entsprechend der Volatilität und auch der Handelszeit kann sich der Spread natürlich verändern. Aber wir stellen den Spread nicht um ab eine bestimmte Uhrzeit. Also der Spread wird wirklich dann vom Markt dann bestimmt und nicht von uns künstlich dann verändert. Beantwortet das Ihre Frage? Okay. Gut, dann zeige ich Ihnen noch ein anderes Fenster, weil wir ja gut durchkommen. Und zwar hier der Navigator. Im Navigator finden wir alle unsere Konten. Also wenn Sie jetzt mehrere Konten hätten, zum Beispiel ein Demokonto plus ein Live-Konto, dann würden Sie diese hier in der Liste sehen. Sie hätten dann auch die Möglichkeit, von hier aus direkt sich einzuloggen und müssen dann nicht auch den MetaTrader jedes Mal schließen, um sich dann mit dem anderen Konto sich einzuloggen. Das können Sie direkt im geöffneten MetaTrader auch machen. Dann finden Sie hier Indikatoren. Sie finden hier alle voreingestellten Indikatoren, also die bereits vorinstalliert sind und auch die Indikatoren, die Sie selbstständig hinzugefügt haben, wenn Sie von irgendwo noch einen Indikator haben und entsprechend in den Order hinzugefügt haben, dann werden Sie auch diese hier finden. Dann haben Sie hier die Expert Advisors. Dasselbe wie bei den Indikatoren wird hier dann aufgelistet, was Sie alles in dem Ordner bzw. welche Expert Advisors Sie bereits installiert haben und unter Skripte genau dasselbe. Kurzen Unterschied, ja, was überhaupt Skripte sind. Also Skripte arbeiten letztendlich ähnlich wie in die Expert Advisors, nur sie sind nur für eine einmalige Ausführung da. Das bedeutet, Sie könnten sich ein Skript schreiben für alle Orders oder alle Positionen gleichzeitig schließen. Dann wird selbstverständlich dann auch das nur einmal ausgeführt. Oder Sie könnten ein Skript schreiben, nur alle Positionen schließen, die im Gewinn sind und so weiter und so fort. Also Sie haben eine riesige Möglichkeit, Skripte zu schreiben, vorausgesetzt natürlich, Sie können ein bisschen programmieren oder kennen jemand, der das für Sie machen kann. MetaTrader insgesamt hat eine sehr große Auswahl an, ja, Möglichkeiten. Also Sie können mit dem MetaTrader eigentlich wirklich fast alles machen, nur leider ist das nicht standardmäßig so eingestellt. Da muss man ein bisschen Programmierkenntnisse mitbringen oder man kennt jemanden, der diese Kenntnisse hat. Dann haben Sie auch hier die Möglichkeit, direkt auch einen Indikator hinzuzufügen. Also wenn ich hier zum Beispiel den Ichimoku auswähle, kann ich den mit Doppelklick hinzufügen oder ich kann den mit der linken Maustaste in den Chart reinziehen. Das ist egal, da haben Sie die Möglichkeit, wie
so oder so zu machen. Sie können auch den Indikator hier oben in der Menüleiste hinzufügen. Also MetaTrader ist es so, dass die Funktionen auf verschiedene Wege zu erreichen sind. Und wir werden jetzt mal einen Indikator hinzufügen. Dann kriegen Sie hier die Möglichkeit, den Indikator einzustellen. Wir belassen dabei und fügen ihn nur hinzu. Und dann haben Sie hier den Ichimoku drin. Wenn Sie mit der rechten Maustaste jetzt auf den Indikator klicken, dann haben Sie die Möglichkeit, den Indikator zu verändern, also die Einstellung zu verändern, oder können den Indikator löschen. Aber zu den Charts oder wie man den Chart richtig einstellt, werden wir dann im nächsten Webinar dann ausführlich machen. Ich werde den Indikator jetzt wieder löschen. Okay. Ja, das war es eigentlich auch zu dem Navigatorfenster. Gibt es dazu eine Frage? Okay, hier wird gefragt, ob man letztendlich eine freie Linie einzeichnen kann. Ja, also neben der horizontale und vertikale Linie haben Sie auch die Möglichkeit, hier mit dieser Trendlinie entsprechend Kanäle einzuzeichnen. So zum Beispiel, Sie haben vielleicht gesehen, dass der MetaTrader so eine Magnetfunktion hat. Das heißt, wenn Sie ganz nah am Kurs sind, dann wird dann automatisch den richtigen Kurs bzw. hier den Höchstkurs vom MetaTrader dann ausgewählt. Wenn Sie das nicht haben wollen, dann setzen Sie es ein bisschen weiter weg. Und dann können Sie das auch so frei zeichnen. Beantwortet das Ihre Frage? Okay. Aha. Ich weiß nicht ganz genau, was Sie jetzt meinen. Also wenn Sie wollen einen Kanal zeichnen, ja, dann hätten Sie die Möglichkeit, ich sag mal, diese Linie hier zu kopieren, indem Sie die STRG-Taste gedrückt halten und diese Trendlinie dann auswählen. Dann bekommen Sie hier die Möglichkeit, eine Kopie zu erstellen und entsprechend zu verändern. Dann hätten Sie so einen Kanal. Ansonsten, wenn das jetzt nicht Ihre Frage beantwortet, dann würde ich Sie doch bitten, uns nochmal eine E-Mail zu schreiben oder kurz mit uns zu telefonieren. Dann versuchen wir nochmal Ihre Frage dann entsprechend zu beantworten. Ansonsten, wie gesagt, werde ich nächste Woche auch nochmal ganz ausführlich über den Chart sprechen und wie man dann auch die technische Analyse dann hier mit den Werkzeugen macht. Okay, super. Rufen Sie einfach morgen mal an und dann können wir das zusammen mal durchgehen. Gut, aber zum Navigator gab es jetzt keine Fragen. Okay, ich möchte Ihnen noch etwas zeigen. Und zwar kam auch bei uns die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, den One-Click-Trading zu benutzen, also und gleichzeitig auch einen voreingestellten Stop-Loss und Take-Profit einzustellen. Sie sehen, dass es hier nicht die Möglichkeit gibt, allerdings können Sie über die Markttiefe
Dann kommt dieses Fenster hier. Sie können entsprechend verändern und hier so einstellen oder unterhalb, das so wie das haben wollen. Haben Sie die Möglichkeit hier unten direkt auch einen Stop-Loss und Take-Profit einzustellen. Also letztendlich die gleiche Funktion wie hier auch. Wir können das ja mal hier ein Beispiel machen. Also sagen wir Stop-Loss von 10 Pips. Achtung, wir müssen nicht 10 schreiben, sondern 100. Und Take-Profit werden wir dann entsprechend genauso einstellen. Volumen lassen wir. So, und dann haben wir natürlich die Möglichkeit zu verkaufen oder zu kaufen. Wir werden jetzt einfach mal kaufen. Und Sie sehen, gut, jetzt hier natürlich, das hier kann ich löschen und den lösche ich auch. So, dann ist es nicht so verwirrend. Und Sie sehen, dass auch direkt das Stop-Loss und Take-Profit auch mit übersendet wurden und müssen es dann nicht nochmal extra manuell eingeben. Diese Markttiefe Option oder Funktion benutzen dann letztendlich doch nicht so viele, aber wer sowas direkt voreingestellt haben will, für den ist das dann doch ganz gut geeignet. Außerdem finden Sie hier, wie Sie sehen, zum aktuellen Kurs jeweils weitere Kurse, wo Sie entsprechend ein Limit oder ein Stop einstellen können. Also wenn wir hier zum Beispiel, Sie sehen auch direkt, dass der MetaTrader anzeigt, was Sie dann damit bewirken, wenn Sie den auf hier draufklicken. Also würden Sie hier ein Sell Limit einstellen zum Preis von 119,941. Stop Loss und Take Profit entsprechend, was Sie hier eingestellt haben. Und das machen wir auch. So. So, und das können wir dann ja wieder entschließen, damit Sie das auch besser erkennen. Und Sie haben bereits alles voreingestellt mit einem Klick und müssen das nicht dann händisch nochmal alles dann hinzufügen. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Funktion, um eben eine Order einzustellen. Sie müssen halt nur bedenken, dass es halt vom aktuellen Kurs aus gesehen nicht so weit nach oben oder eben nach unten ist. Das bedeutet, wenn Sie einen größeren, ja, eine größere Zeitebene arbeiten, dann kann es passieren, dass der Preis, den Sie eigentlich gerne traden wollen, hier nicht mit aufgelistet ist. Dann müssten Sie, wie wir ganz am Anfang gemacht haben, eben im Chart dann den Trade einstellen, beziehungsweise die Pending Order. Okay, dazu eine Frage. Gute Frage. Also die Frage war, ob die Order noch ausgeführt wird, wenn MetaTrader geschlossen ist. Also, Pending Orders und selbstverständlich die offenen Orders. Wenn sie einmal an den Server übertragen wurden, dann werden sie auch dann ausgeführt, beziehungsweise auch dann weiter ausgeführt, wenn der MetaTrader geschlossen ist. Das gilt auch für den Stop-Loss, nun auch Take-Profit. Das bedeutet, diese Parameter sind an den Server übertragen worden und werden dann auch dort ausgeführt, selbst wenn sie den MetaTrader bei sich zu Hause oder wo auch immer geschlossen haben. Allerdings gilt das nicht für den Trailing Stop. Den müssen Sie, wenn Sie den eingestellt haben, dann müssen Sie auch den MetaTrader geöffnet haben, damit er auch dann vom MetaTrader aus ausgeführt werden kann. Wenn der MetaTrader aus ist, dann wird auch kein Trailing Stop ausgeführt. Aber wenn die Pending Order drin ist, dann können Sie auch gerne MetaTrader wieder schließen. Das heißt, wenn Sie morgens vor der Arbeit oder abends, bevor Sie schlafen gehen, noch eine Order reinsetzen wollen, können Sie das machen und den Computer ausmachen. Die Order ist auf jeden Fall im System drin. Nur eben Trailing Stop nicht. Da müssen Sie den MetaTrader geöffnet haben.
Ist Ihre Frage beantwortet? Wenn Sie ein Limit oder einen Stop über die Markttiefe eingestellt haben, dann gilt das auch. Also das ist egal, von wo aus dann Sie den Pending Order einstellen, ob von hier oder über hier, über neue Order. Das spielt keine Rolle. Das ist auch dann im System drin und wird dann auch dann ausgeführt, wenn MetaTrader. Ach so, Sie meinen, okay, wenn ich jetzt hier klicke, dann ist die Position hier. Okay? Ja, das wird auf jeden Fall dann hier angezeigt, egal ob Sie das über die Markttiefe machen oder über hier die Ordermaske oder im Chart einstellen. Ich kann auch hier nochmal, dass alle Pending Orders werden dann hier mit aufgelistet. Und die werden dann auch nicht gelöscht, wenn Sie MetaTrader dann schließen. Die sind jetzt im System drin. Frage beantwortet? Okay, super. Dann haben Sie jetzt noch Fragen zu den Bereichen, den wir jetzt angesprochen haben. Gerne auch mal eine Frage ja, was wir heute noch nicht besprochen haben. Wie gesagt, wir werden noch weitere Themen aufgreifen im nächsten Webinar. Aber gerne können Sie jetzt noch eine Frage stellen. Ein paar Minuten haben wir noch. Ansonsten, wenn Sie eine Frage hatten, haben Sie sich aber nicht getraut, diese zu stellen, können Sie gerne uns hier im Büro anrufen oder eine E-Mail an uns schreiben. Dann werden wir Ihre Frage auch dann beantworten. Das ist kein Problem. Ansonsten, wenn keine Frage mehr kommt, würde ich dann auch das Webinar auch hier beenden. Okay, Fibonacci Extension kann ich gerne machen. Und zwar, Sie haben hier die Fibonacci Retracement. Wenn Sie Extensions hier oben nicht finden, dann können Sie mit der rechten Maustaste hier drauf und dann auf Anpassen klicken. Und dann haben Sie hier links, was verfügbar ist. Sehen Sie hier. Und können dann zum Beispiel Fibonacci Expansion hinzufügen oder einfügen. Und dann sehen Sie das jetzt hier drin. Also Fibonacci können Sie so. Man sollte es ja normalerweise von links nach rechts einstellen. Sie sehen hier, dass die hier nicht gut zu erkennen ist. Mit dem Doppelklick darauf können Sie dann auch entsprechend die Farbe ändern. Und dann sehen Sie auch die Fibonacci Levels. Aber wie gesagt, da werden wir nächste Woche ein bisschen ausführlicher auch darüber sprechen. Und dann können Sie da nochmal Ihre Frage stellen, beziehungsweise wird dann auch ausführlich beantwortet. Dann kommt eine zweite Frage rein, ob beim geschlossenen Markt Stop-Loss veränderbar sind oder ist. Nein, wenn der Markt geschlossen ist, dann haben Sie nicht die Möglichkeit, Stop-Loss zu ändern. Also bedeutet, wenn Sie am Wochenende gerne den Stop-Loss oder Take-Profit verändern wollen oder anpassen wollen und der Markt ist geschlossen, dann wird es nicht funktionieren. Das funktioniert tatsächlich nur, wenn der Markt auch geöffnet ist. Okay, dann würde ich sagen, dann beenden wir jetzt das Webinar. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Wir würden uns über ein Feedback freuen.
ob dieses Format für Sie auch in Zukunft interessant ist. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, Sie auch im nächsten Webinar zu sehen. Das wird am 15.04. sein. Und darüber hinaus werden wir auch noch weitere Termine einstellen und wo Sie dann auch die Möglichkeit bekommen, Ihre Fragen zu stellen. Das heißt, es wird dann ein Webinar für Sie sein. Sie bestimmen, über welche Themen wir dann letztendlich reden. Ja, bis dahin, wie gesagt, in 2 Wochen würde ich mich freuen, Sie nochmal zu sehen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Und obwohl das Wetter heute nicht so schön ist, trotzdem genießen Sie den Abend. Und wie gesagt, wenn Sie noch weitere Fragen haben, einfach an uns schreiben oder einen kurzen Anruf und dann werden wir diese auch beantworten. Bis dahin und vielen Dank.